Jetzt eine Sondersendung zu El Hotzo. El Hotzo, ein Influencer und Satiriker, der hat jetzt einen Witz gemacht über Donald Trump und der, ja, hat Konsequenzen. Und zwar muss er beim Staatsrundfunk, nicht SRF, ein anderer Staatsrundfunk, sondern beim RBB, jetzt kürzer treten. Er ist per sofort freigestellt worden, weil er sich, ja, einen, wie manche Leute finden, geschmacklosen Witz über Donald Trump erlaubt hat. Und zwar hat er gesagt, es gäbe eine Gemeinsamkeit zwischen dem letzten Bus und Donald Trump, nämlich, Zitat, beide knapp verpasst. Milde lustig, nicht dramatisch, aber eine Viertelstunde später hat er dann hinzugeschrieben, ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben. Und da impliziert er natürlich, dass Donald Trump ein Faschist ist, das ein bisschen lustig ist, weil der größte Faschist ist im Moment im Weißen Haus beschäftigt, wobei der ist zu alt, um selber Faschist zu sein, aber er macht faschistoide Arbeit im Auftrag jener, die seinen Teleprompter bedienen. Und darum ist dieser Witz ein bisschen lustig. Aber Wolfgang Kubicki oder Kubicki hat das nicht lustig gefunden, sondern er hat gesagt, ich gehe davon aus, dass die Staatsanwaltschaft sich mit diesem Tweet beschäftigen wird. Die öffentliche Billigung von schweren Straftaten ist gemäß § 140 Strafgesetzbuch selbst strafbar. Und eine schwere Straftat ist es sicher, wenn man einem ehemaligen amerikanischen Präsidenten eine Kugel zwischen die Augen setzen will, obwohl die allermeisten Präsidenten dafür gesorgt haben, dass hunderttausende Leute sterben, egal ob Obama, Bush Senior, ja, die haben alle dafür gesorgt, dass hunderttausende Unschuldige sterben, viele Kinder im Irak, in Syrien und so weiter. Aber das sei geschenkt. Es ist halt so, manche Mächtige dürfen mehr als andere und wir dürfen dann nicht schreiben, dass man es fantastisch findet, wenn ein amerikanischer Präsident stirbt, nach Rede von Wolfgang Kubicki. Aber natürlich war damit gemeint kein natürlicher Tod, sondern Tod durch Erschießen. Ja. Und jetzt ist es so, in der rechten Flogo-Blogo-Twitter-Sphäre ist das eine Riesensünde, dass El Hotzo das gesagt hat. Und wäre ich jetzt nicht ein unabhängiger Denker, würde ich jetzt ins gleiche Horn blasen, mich darüber freuen, dass er einen Job verloren hat. Und ja, ich kann das nicht, weil es ist genau dasselbe Mist wie immer. Womöglich war das tatsächlich eine Straftat, aber ich finde es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben. Ich auch, oder? Ich finde auch toll, aber ich finde einfach, Donald Trump ist kein Faschist. Aber wenn man halt zu der Überzeugung gelangt, dass gewisse Leute Faschisten sind, zum Beispiel Hygienefaschisten oder so, dann finde ich es eine legitime Äußerung, dass man sagt, man will, dass diese Leute nicht existieren. Was ja noch lange kein Aufruf zum Mord ist, oder? Und ich finde, er hat sich vielleicht ein bisschen unglücklich ausgedrückt, er hätte es ein bisschen anders ausdrücken müssen oder in einem anderen Zusammenhang, nicht unmittelbar mit Donald Trump, und dann wäre das garantiert straffrei. Und mich stört das, wenn man einfach überall immer nach dem Gesetz ruft, weil wir haben viel zu viele Gesetze. Wir haben die Antirassismusnorm, Antisemitismus, bliblablo, und unter diesem Deckel wird unsägliches Zeugs verboten. Zum Beispiel ist verboten in der Schweiz, dass man Leuten, die sexuell anders orientiert sind als heterosexuell, dass man denen eine Krankheit attestiert. Mache ich das? Nein, ich mache es nicht. Soll man denen eine Krankheit attestieren dürfen? Absolut. Zumindest denn, wenn man es nicht auf eine bestimmte Person bezieht, sondern einfach generell sagt, ja, schwul sein ist nicht normal. Nicht meine Meinung, es ist meine Meinung. Weil die Mehrheit der Menschen ist nicht homosexuell. Und man könnte sagen, Norm ist das, was mehrheitlich der Fall ist. Und das andere, das von der Norm abweicht, ist nicht normal, was nicht unbedingt dasselbe sein muss wie abnormal. Aber nicht mein Kampf. Ja, nicht mein Kampf, weil ich bin sexuell sowas von liberal. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, was erwachsene Menschen im Einverständnis miteinander treiben. Das geht niemandem etwas an. Das ist meine Meinung und die vertrete ich konsequent. Anders, ja. Anders als manche andere Menschen. Aber noch einmal, dieser El Hotzo ist jetzt entlassen worden. Zuerst hat der RBB-Sprecher noch gesagt, wir suchen jetzt den Kontakt zum Autor und werden mit ihm sprechen. Dann entscheiden wir über unser weiteres Vorgehen.
Aber jetzt hat er die Konsequenzen gezogen. Sie haben Hotz rausgeschmissen und die Programmdirektorin, die Katrin Günther, hat erklären lassen oder erklärt, seine Äußerungen sind mit den Werten, für die der RBB einsteht, nicht vereinbar. Wir beenden daher die Zusammenarbeit ab sofort bis auf Weiteres und haben den Autor entsprechend unterrichtet. Ja. Und El Hotz hat dann noch getweetet, absolut niemand zwingt einen Mitleid mit Faschisten zu haben. Man kann es ohne die geringste Konsequenz einfach lassen. Und da hat er recht. Und ich finde es nicht ganz unintelligent, dass er so schreibt. Ich finde auch gut, weicht er nicht zurück, entschuldigt er sich nicht. Hä? Diese Cancel Culture, weil es nützt nichts, sich zu entschuldigen. Die Meute geht trotzdem auf dich los. Aber hier trifft es nun einen offenbar linken Satiriker. Aber der Skandal ist nicht, dass dieser Satiriker das gesagt hat, der Skandal ist, dass du auf den öffentlichen Medien, bei den Mafia-Medien, Massenmedien, beim den Staatsrundfunken im Westen einfach keine, wie soll ich sagen, Nicht-Linken, es müssen nicht mal Rechte sein, nicht mal Liberale, du findest einfach nur noch linke bis linksextreme Autoren, Komödianten, die per Definition quasi unlustig sind, weil es macht nicht Lust. Es ist nicht lustig. Ich habe mal mit dem ehemaligen Chefredakteur, nein, dem Besitzer des Nebelspalters geredet, noch bevor Markus Somm angefangen hat, 7 Millionen reinzubuttern oder 7 Millionen da reinzubuttern, um sie zu vernichten. Aber der hat gesagt, Satire dürfe alles außer nach unten treten. Ich finde, wenn es gut gemacht ist, darf man sie auch nach unten treten. Aber ich sehe den Punkt, dass Satire den Auftrag hat, eigentlich die Mächtigen zu kritisieren. Es macht, und nicht, dass man über Juden, Schwarze, Einwanderer und so sich lächerlich macht. Wobei ich finde, dass man niemanden auslassen sollte. Wenn der Witz gut genug ist, da kann man sogar, Dave Chappelle hat das bewiesen in seinem Netflix-Special, man kann sogar über Missbrauchsopfer Witze machen, wenn die Witze gut genug sind. Ich traue mich nicht, das zu zitieren, aber jeder kann die Sendung hören auf Netflix. Stick and Stones heißt sie, das ist vielleicht das beste Stand-up, das ich in meinem Leben gesehen habe. Und da macht er das über die Opfer, maßgeblichen oder angeblichen oder tatsächlichen Opfer von Michael Jackson. Damit sagt er ein paar herbe Dinge. Wenn die Witze gut genug sind, kann man über alles Witze machen. Nein, aber der Skandal ist nicht eben, dass diese Dinge gesagt wurden von jemandem, der im Öffentlich-Rechtlichen einen Job hat. Der Skandal ist, dass es nur linke und linksextreme Komödianten gibt, die nach unten treten. Ich meine, die Tagesshow, oder wie das heißt, Heute-Show, das kann man ja nicht mehr ernst nehmen. Die einzige Kritik an Merkel ist, dass sie die Raute gemacht hat und der Rest ist quasi AfD-Bashing von morgen bis abends. Morgens bis abends AfD-Bashing. Und es ist einfach nicht lustig, weil die AfD, auch wenn es anders dargestellt wird, das ist der Underdog. Die haben nichts zu sagen. Die werden verboten, werden überwacht, die werden ins Lächerliche gezogen, die werden diffamiert, die werden körperlich angegriffen zum Teil. Oder das Gleiche mit Wagenknecht, sie wird nur attackiert, weil man eben jene beschützt, die im Moment an der Macht sind. Und das ist keine echte Satire. Satire ist zustandskritisch, in dem Sinne, dass es auch regierungskritisch, systemkritisch ist und die Mächtigen der Gesellschaft entlarvt und nicht die Machtlosen, die nach Macht streben, die sonst schon am kürzeren Hebel sitzen, pausenlos und unaufhörlich auf sie eintrischt. Das kann man auch machen, aber wenn man nur noch das macht, wie es im Öffentlich-Rechtlichen der Fall ist, mit Jan Böhmermann und so und diesem Heute-Show-Fuzzi, dessen Oliver irgendwas, Welke, dann ist es einfach nicht mehr lustig. Ja, Harald Schmidt war lustig, Stefan Raab war lustig. Ja, das war lustig, obwohl Stefan Raab häufig genug auch nach unten getreten hat. Ich erinnere nur an Lisa Loch, was aber lustig war, auch wenn er nachher zu einer Strafzahlung verdonnert wurde. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich finde, es war lange Rede und ein langer Sinn. Und jetzt kommt die Kurzrede mit noch einmal einem tieferen Sinn. Das Skandal ist nicht, dass dieser das gesagt hat. Das Skandal ist, dass nur solche Leute beim Öffentlich-Rechtlichen eingestellt sind und dass er jetzt halt auch Opfer der Cancel Culture wird. Das mag uns erfreuen, weil es aus unserer Sicht einmal den Richtigen trifft. Mit uns meine ich eben die Nicht-Linken oder Nicht-Totalitären. Aber ich finde es schade. Gäbe es eine echte Balance in den öffentlichen Medien,
beim Mainstream, dann hätte es Platz für diesen Kommentar ohne weitere Probleme. Man würde nicht auf jemanden eindreschen, der einfach einen falschen Tweet absetzt. Ich meine, wie kann es sein, ich weiß nicht, wie viele Tweets er gemacht hat, aber ich schau mal, er hat 29.720 Posts abgesetzt. 29.720 Posts. Und jetzt soll ein einziger Post der Grund sein, dass er seine Existenz verliert, seine Anstellung verliert, womöglich jetzt über Jahre gecancelt wird. Das ist doch einfach lächerlich. Das ist wirklich einfach lächerlich. Selbst wenn er was Strafbares gesagt hat, kann man ihn bestrafen und weitermachen. Es gab auch zum Beispiel in der Geschichte der Weltwoche, aber auch in der Geschichte des Mainstreams, gab es immer und immer wieder Journalisten, die einfach an den Rand des Legalen gegangen sind, um Missstände aufzudecken und so weiter. Und manchmal war vielleicht die Beweiskette aus Sicht des Gerichts nicht schlüssig genug, sodass es zu Verurteilungen kam. Ich glaube, Dr. Philipp Gut, dieser Widerstandsheld, dieser unbestechliche Journalist, der ist selber ein- oder zweimal, wenn ich richtig informiert bin, auch einmal quasi als Straf, wo er nachher festgestellt hat, dass er eine Straftat begangen hat oder wurde zu viel rechtlich drangenommen. Das hat, glaube ich, die Weltwoche auch viel Geld gekostet. Das mag es ja geben, aber deshalb soll man doch nicht seine Existenz vernichten. Selbst wenn ich jetzt einen Blickjournalisten, einen Bildjournalisten vor den Richter zerren würde und nachweisen könnte, dass er mich diffamiert hat, will ich, dass er deshalb zwingend einfach seine Anstellung verliert? Wahrscheinlich schon, weil er ein verdammter Propagandist ist, aber wenn man den Fehler isoliert betrachtet, dann ist es einfach zu wenig, dass jemand irgendjemanden beleidigt oder diffamiert hat, übers Ziel hinausgeschossen ist, eine Beweiskette nicht schlüssig darlegen kann oder vielleicht einfach das Pech hat, vor einen Richter zu kommen, der keinen Humor hat. Bei mir läuft auch noch ein Strafverfahren, da bin ich jetzt schon, das ist schon erledigt, aber bei mir läuft auch noch ein Zivilverfahren. Wenn jetzt das Gericht zum Schluss käme, ich hätte da Grenzen überschritten, dann würde ich sagen, Fehlurteil, oder? Und gleichzeitig würde ich sagen, das beschädigt meinen Ruf als Journalist überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, der Journalist, der nie etwas macht, das irgendwie mit Risiko verbunden ist, der macht seine Arbeit nicht. Und darum verstehe ich nicht diese große Freude über El Hotzos Entlassung. Man müsste sich, der Skandal ist, dass nur solche Leute beim Öffentlich-Rechtlichen angestellt sind. Es müsste so sein, dass viele, viele Kabarettisten und Komiker von allen Seiten dort ihren Platz finden und man solche Dinge, wie El Hotzo gesagt hat, eben auch sagen könnte, wenn es die Gegenseite betrifft. Also wenn es einen Hygienefaschisten betrifft oder ein Regierungsmitglied betrifft, der Bundesregierung, der eigenen Bundesregierung zum Beispiel. Das darf nicht verboten sein. Freie Rede ist nicht etwas, ich habe das Gefühl, viele Leute haben das Gefühl, freie Rede ist gut, aber. Freie politische Rede ist gut, aber. Nein, es gibt kein Aber. Worte sind nur Worte. Politiker begehen Verbrechen, zu 100.000 sterben Leute in der Ukraine. Und das sind die wirklichen Verbrechen und nicht die Beleidigung eines Präsidentschaftskandidaten. Ja, nicht die Lächerlichmachung oder die Erniedrigung eines politischen Akteurs. Das darf nicht Grund genug sein, dass man jemanden mundtot macht. Also noch einmal, der Kritik liegt nicht aus meiner Sicht bei El Hotzo, der etwas geschmacklos gesagt hat, das aus meiner Sicht auch nicht lustig ist. Aber ja, man muss dann einfach sagen, es kommt nicht darauf an, ob ich etwas lustig finde, ob es meine politische Meinung vertritt, sondern es geht darum, es geht ums Prinzip, um das Prinzip der Redefreiheit. Und die muss ich in diesem Fall, muss man das einfach immer zugunsten des sogenannten Täters interpretieren, weil sonst wird alles verboten. Freie Rede heißt nicht, dass Leute sagen dürfen, was man hören will. Freie Rede heißt, dass Leute, die man nicht mag, Dinge sagen, die man nicht mag. Und wenn ich kenne El Hotzo nicht, ich tendiere dazu, ihn wahrscheinlich nicht zu mögen, weil er beim Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet hat und diesen dummen Satz gesagt hat, das klingt für mich weder lustig noch tiefschürfend. Aber wenn es so wäre, dass ich ihn nicht mag, geht es genau darum, dass dieser Mann eben das sagen darf, was er will. Oder war es Voltaire, der es gesagt hat, ich bin nicht deiner Meinung, aber ich werde mein Leben dafür hergeben, dass er sie äußern darf. Ich hoffe, ich muss nicht mein Leben dafür hingeben, dass ich ein Trotteliges sagen darf. Ich habe nicht Lust, mein Leben zu verlieren, aber ich habe Lust, unsere Freiheit zu verteidigen, bis meine Kanäle gelöscht werden. Apropos Kanäle gelöscht, abonniert mich auf YouTube.
Das hilft meiner Reichweite. Abonniert mich auch auf Rumble. Macht dort ein Konto. Und auf X und auf Telegram. Ich finde mich überall unter @strickertv. Nur bei X bin ich unter Daniel Stricker eingetragen. Ich freue mich über jeden Follow, über jedes Teilen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.